In diesem Video möchte ich meinen Ersteindruck zu Windows 8 mit euch teilen. Ich bekomme Windows 8 über die Uni kostenlos und ja, wenn ich was bezahlen müsste, dann hätte ich es auch sicher nicht. Es läuft hier in der virtuellen Maschine, also über die Performance kann man dementsprechend nicht viel aussagen. Aber ja, über ein paar andere Sachen definitiv schon. Also, wie ich das erste Mal aufgemacht habe, ist mir als erstes ins Auge gefallen, dass Microsoft ganz dreist hier den Internet Explorer, SkyDrive und den Store gleich hier oben drauf gelegt hat. Karten auch, da gehe ich jetzt auch gleich mal drauf. Das ist das erste Mal, wo ich das aufmache. Ich vermute mal, dass das dieser Microsoft-Kartendienst ist. Und wie wir alle wissen, hat Microsoft ja schon Ärger wegen Internet Explorer auf Windows 7 bekommen. Und da war der lang nicht so penetrant drauf wie jetzt hier auf Windows 8. Dementsprechend denke ich, dass die wieder hohe Strafzahlungen von der EU zu erwarten haben. So, jetzt hier zu den Ladezeiten. Ja, ich bin jetzt zwar in der virtuellen Maschine, aber manchmal lädt es nur ja, so Popelzeug. Und trotzdem habe ich hier solche lange Wartezeiten. Möchten Sie die Positionsdienste aktivieren? Nein. Sowas zum Beispiel. Also wenn ich jetzt auf maps.google.com gehe, bin ich 10-mal schneller und habe die Ladezeit nicht. Aber es ist richtig, also es ist dieser Bing-Dienst. Naja, ich meine, es ist ja ganz schön, wenn man jetzt ein Touch-Display hat und kann da ein bisschen dran rummachen. Aber wenn ich jetzt Routen planen will, habe ich erstmal gar keine Eingabemöglichkeiten. Die muss ich mir jetzt irgendwie herklicken. Jetzt muss ich mal schauen, wie das geht. Also ich mache mal einen Rechtsklick. Da passiert doch was. Verkehrsinfokartenadministrator und Wegbeschreibungen. So, Steuerung D, da muss ich jetzt drauf von. Ja, machen wir mal. Würzburg nach Frankfurt. Also die Bedienung finde ich überhaupt nicht intuitiv. Ja, und sowas. Also ist vielleicht jetzt für ein Touch-Display ganz nett, aber. Kann ich jetzt auf einem normalen Computer, ich habe hier einen 16 zu 9 Bildschirm, kann ich irgendwie nichts mit anfangen. Ich sehe irgendwie nichts, muss jetzt hier vertikal scrollen, das ist ja eigentlich auch ein No-Go. Man geht sogar mit dem Mausrad hier, wenn ich auf der Fläche bin. Naja, also gut. Und dieses Rechtsklick immer, also ich muss, um überhaupt erstmal was machen zu können, immer einen Rechtsklick machen. Normalerweise möchte ich am Computer direkt ja, loslegen, wenn ich was machen will. Gut. Dann, jetzt kommt das nächste Problem. Ich kann jetzt hier mal Karte löschen machen. Wie komme ich hier wieder raus? Also ich habe das wirklich noch nicht rausgefunden, wie ich da wieder rauskomme. Ich kann jetzt zwar, wenn ich, es gibt zwei Möglichkeiten, also entweder ich drücke die Windows-Taste, dann bin ich wieder auf diesem, ja, Metro-Screen, aber Karten läuft im Hintergrund immer noch, wie wir sehen. Beziehungsweise vielleicht hat es jetzt das schon ausgeschossen. Ja, scheinbar hat es diesmal ausgemacht. Okay, das funktioniert aber nicht immer. Und die andere Möglichkeit ist eben Alt F4. Aber ich habe noch keinen, ja, Button oder so gesehen. Muss ja auf den Touchgeräten auch irgendwie gehen. Ja gut, dann haben wir hier, also gut, dann haben wir hier nämlich schon mal vier Dienste von Microsoft. Ich denke mal, da wird das Kartellamt Beschwerde gegen einlegen, beziehungsweise die müssen wieder hohe Strafen zahlen. Ist ja auch eine Frechheit, seine ganzen Produkte hier so. Ja, anzubieten. Und es sind nicht mal die besten, also Dropbox ist besser als SkyDrive. Gleich den Store hier hinzulegen, das ist natürlich super. Naja, was ich auch einen Witz finde, ist zum Beispiel hier gehen wir mal auf Spiele, das habe ich vorher schon mal angeschaut. Das ist zum Beispiel jetzt noch im Hintergrund aktiv. Das war jetzt so schnell offen, dass wir auch von letztem Mal klicken noch da. Auf jeden Fall, diese ganzen Spiele hier muss man erstmal kaufen. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt da erwartet, dass man vielleicht. Also das hier vielleicht. Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass ich jetzt da so Spiele wie Solitär bekomme. Ja, jetzt muss ich hier im Store abrufen mit Xbox Live App. Habe ich keine Lust. Gehe ich mal mit. So. Und da habe ich hier auch wieder das Problem mit dem. Jetzt, wie kriege ich das schon wieder weg? Also ich weiß nicht, so richtig intuitiv so hinten dran klicken, dann ist es weg. Gut, da wieder vertikal scrollen, da kann ich mir irgendwelche Xbox-Spiele kaufen. Also finde ich schon sehr abenteuerlich, was Microsoft hier macht. So eine kleine Verkaufsversion. Ich kenne es eigentlich bisher nur von, ja, wenn man Laptops neu kauft, dass da irgendwelche Crap-Spiele drauf sind, die man sich kaufen soll, aber dass jetzt Microsoft quasi mit Spyware, ja, oder wie sagt man, mit Adware eigentlich schon geliefert kommt, ist auch was Tolles. So, jetzt hier kann ich es nochmal zeigen. Ich gehe jetzt mit dem Windows-Button, so, dann komme ich zurück auf Metro. Und wenn ich jetzt wieder auf Spiele gehe, ist es natürlich gleich geladen. Jetzt gehe ich mit Alt F4 raus und gehe wieder auf Spiele. So, und jetzt habe ich erstmal eine Ladezeit und ich weiß nicht, was so ein Bildschirm
Auch wenn es eine virtuelle Maschine ist. Für Ladezeiten braucht keine Ahnung, ist doch nur. Ja. So. Und das ist halt extrem nervig. Ich muss für jede kleine Futzelaktion, die ich mache, habe ich irgendeine Ladezeit, auch wenn es nicht viel ist, aber auf Dauer geht es einfach. Ja, auf die Nerven. Gut. Ja, und jetzt kommen wir mal zum Desktop. Den gibt es ja auch noch links unten hier. So, der ist auch schon auf. Der will mir schon gleich den Internet Explorer einrichten. Da mache ich mal empfohlen. So. Das hat sich hier auch am Design ein bisschen was geändert von den Fenstern. Und was halt hier auch gleich auffällt, hier unten hat man die Touch-Tastatur eingeblendet. Also brauche ich dringend für einen normalen PC. Und da muss auch nicht dieses riesen Logo hier sein, ganz klar. Ja. Also ich mache es mal zu, es fällt auch gleich auf, der Start-Button fehlt, finde ich auch recht schlecht. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich hier draufklicke, wird hier so ein Häkchen gesetzt. Weiß Gott, was ich dann damit später machen kann, aber es ist halt auch auf jeden Fall mehr auf diese Touch-Funktionen aus, weil mit Tastatur und Maus kann ich mir natürlich mit gehaltener Steuerungstaste die Sachen markieren. So, ich versuche jetzt mal hier mit Alt+4 rauszugehen. Und dann will er runterfahren. Nee, also mit der Windows-Taste raus. Das ist auch das Problem. Also, das Desktop hat eine andere Priorität oder wird anders behandelt als andere Anwendungen. Es ist nicht nur einfach eine Anwendung, sondern es scheint immer noch eine Kernkomponente zu sein. So, Rechtsklick haben wir ähnlich wie in Windows 7. Da hat sich nicht viel geändert. Ich gehe mal wieder zurück. Ja, und jetzt habe ich hier halt solche Sachen wie Nachrichten, Wetter, DAX, Kalender, Fotos. Also ich muss mir sich halt auch am Anfang erstmal alles einrichten. Ich finde es recht unübersichtlich, ständig irgendwelche Wartezeiten. Viele Sachen sind auch internetbasiert. Dafür habe ich eigentlich einen Browser und möchte da nicht im Betriebssystem rumfuschen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf Mail gehe, so kann ich hier gleich mein Mail-Konto angeben. Klar, dass E-Mail Internet passiert, ist es schon klar, aber dafür habe ich halt zum Beispiel, na, gehen wir wieder raus. Dafür habe ich dann normalerweise zum Beispiel Outlook früher gehabt oder Thunderbird. Kalender genau das gleiche. Und das finde ich eigentlich noch schlimmer, dass ich mich da anmelden muss. So, muss ich mich anmelden für ein Microsoft-Konto. Im Kalender ist jetzt nichts, was unbedingt online sein muss. Gut, ich würde mich mal interessieren, was ihr so von Windows 8 haltet. Dafür habt ihr ja die Kommentare. Und was ihr auch von meiner Meinung haltet, ist es wirklich so schlimm, wie ich es hier beschrieben habe? Oder findet ihr es besser?